so dumm ist. Das ist die dreckige Mogulstadt. Ha! Schwesterchen, da bist du ja! Hallo, Doris! Hallo, Mathilde, was machst du denn hier? Genau, was machst du in so einer dreckigen Stadt? Dreckige Stadt? Oh, ich finde sie hübsch. Ich habe mir schon unheimlich viel angeguckt. Den mittleren Mogulpalast. Und jetzt bin ich gerade zum großen. Kommt ihr mit? Ja, gerne. Hä? Ist was, Juri? Ich finde diese Stadt grässlich. Warum das denn? Sie ist doch sehr hübsch. Hübsch. Also, ich will dir mal was sagen. Hier gibt's mehr Gullis als Vögel. Hä? Naja, du bist mir auch so ein Vogel. So was heiratest du auch noch. Nun, also ich finde dich recht nett. Ja, da bist du aber die Einzige. Übrigens, ich habe gehört, dass dein letztes Single ein Misserfolg wurde. So, hast du es gehört? Nee, sie hat sich platziert ganz hoch in Alexandrien. So, wo denn? In der Top 40. Naja, in der Top 50. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat sie sich platziert. Und außerdem sind die Alexandria ja ein kulturbewusstes Völkchen. Ja, ja. Kulturbanausen. Naja, hast recht. Geb's ja zu, Pa. Übrigens, meine Ehe, liebe Doris, mit Friedrich geht sehr gut. Oh. Er hat drei Morddrohungen hat er mir gemacht. Immerhin, dafür sind wir schon einen Monat verheiratet. Ach ja, das klingt gut. Doch. Hält bestimmt noch ein paar Wochen unsere Ehe. Ja. Nun, also ich habe nichts dagegen, wenn wir den großen Tempel angucken. Ja, lass uns mal hin, Pilgern. Oh, das hört sich ja toll an. Das ist besonders der alexandrische Musikstil zurzeit. Da könnte man sehr viel Geld mitmachen. Ja, ich glaube, ich kaufe Ihnen das ab. An wie viel hatten Sie denn gedacht? Joi, moi. Ich dachte so, 4 Millionen Taler, das deckt mal gerade so unsere Unkosten. Ja, das geht. Soll ich das Geld Ihnen geben oder Ihrer Frau? Das können Sie ruhig mir geben. Ich bin ja schließlich mit ihr verheiratet, nicht wahr? Ja, ist gut. Hier haben Sie das Geld. So, und lassen Sie mir jetzt bitte die Originalkopien da. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, mein Herr. Ich bedanke mich auch recht schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ei, nett! So was Tolles habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ha. Ich find's auch toll. Ja, schau doch mal da, Juri, du Griesgram. Da, die Statue des großen Mogul von Aurangabad. Immerhin, gute 5 Meter groß wird sie schon sein. Die Gurus können größere. Habe ich aber noch keine gesehen. Und da, der Mogul von Belutschistan, der ist auch nicht schlecht. Und da, der Mogul von Haura ist auch nicht schlecht. Ja, ach, mir gefallen sie alle. Mir nicht. Ach, wenn mir jetzt so ein Mogul über den Weg laufen würde, den würde ich auf der Stelle heiraten. Naja, vielleicht doch nicht. Nee. So, ja. Interessant. Sag, darfst du als Guru überhaupt in einen Tempel der Mogul? Ich hoffe nicht, dass ich auffalle. Ich meine, eigentlich darf ich das ja euch. Die Statue des Mogul von Srinanka. Toll. Und guck mal da, die Statue von dem Mogul von Tiruchirappalli. Ja, die hätte ich fast übersehen. Ja. Die ist ja auch nicht sehr groß. Nein. Naja. Oh, ich kaufe noch schnell ein paar Andenken. Andenken zu so einem ekligen Zeug? Ha, sind hier. Ha. Ansichtskarten. Da. Siehst du, Fächer mit aufgedruckten Guru-Mönch-Bildern. Ich meine Mogul. Oh, jetzt habe ich sie verwechselt. Macht doch nichts, oder? Naja. Und hier, ein kleiner Fernseher. Wenn man da durchguckt, sieht man Bilder. Ja. Nett, nicht? Ja, ich find's toll. Ja, geht dir doch auch was kaufen. Ja, ich kaufe mir, glaube ich, eine kleine Statue von dem Mogul von Gwalior. Die finde ich so toll. Oder eine Salzstange mit der Form von der Statue des Mogulen von Bengalen. Nicht? Habe ich etwas gesehen? Wie wär's denn mit einer Statue von dem Guru Kristanovs...
Moment, ich muss mich überlegen. Ja genau, Kristanowski, Birski, Novogradi, Sandi, Ninski, Katschi, Batschk. Bist das nicht du? Richtig, bist das nicht du? Ja, ich habe meinen Namen auswendig gelernt. Oh, gute Leistung für so einen Durchschnittsdenker. Wieso? Gibt's dich das auch als Statue? Wenn ich den Tempel errichtet habe, schon, ja. Dann kaufe ich dir doch als Statue, dann macht er bestimmt weniger Müll, Doris. Das finde ich komisch. Ist auch viel sauberer und pflegeleichter. Naja, ich kaufe jedenfalls doch noch ein paar Antennen. Ja, ich komm mit. Ja, fein. Der schöne Tempel. Und alle Teile sind auch kaputt. Diese blöden Mogulen. Ja, die sind wirklich blöd. Wir müssen wohl irgendwann nochmal neu anfangen. Ja, und womit? Mit dem Bau. Nein, womit? Ich meine, wer bezahlt das? Hast du eine Idee? Müsste ich wohl noch mal überlegen. Ah, ich hab's. Ja, was? Ja, eine Idee. Ach. Nun, ich meine, ich könnte doch mal so eben einen Hit machen. Das würde uns eine ganze Menge Geld bringen.